Die Pegida-Bewegung wird heute 3 Jahre alt. 3 Jahre, in denen der Geist der kollektiven und pauschalen Ablehnung unser Land und seine Politik verändert hat. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Außerdem gegen Merkel, gegen Medien und gegen alle etablierten Parteien minus die AfD. Die Gegenbewegung. Blumen, ein Kuchen, Gratulanten mit Glückwünschen. Pegida feiert Geburtstag. Über 3000 Anhänger lassen sich selbst hochleben, vor allem Pegida-Mitbegründer Lutz Bachmann. Der bisher hat es gesagt, Pegida, ach, die feiern keinen zweiten Geburtstag. Es haben noch viele andere gesagt, es wird keinen ersten geben, haben sie schon gesagt. Jetzt feiern wir mittlerweile unseren dritten und während die mittlerweile behaupten, es gibt keinen vierten, bereiten wir den zehnten vor. Pegida hatte im Oktober 2014 mit sogenannten Abendspaziergängen begonnen. Das Bündnis demonstrierte gegen Islamisierung und gegen Glaubenskriege. Zwischenzeitlich schlossen sich mehrere 10.000 Anhänger der fremdenfeindlichen Bewegung an. So viele sind es nicht mehr, wenn Pegida heute montags auf die Straße geht, aber die Themen sind die gleichen geblieben. Inzwischen hat man mit der AfD auch einen politisch Verbündeten gefunden. Wir hätten ohne Pegida dieses Wahlergebnis nicht erreicht. Das muss man sagen. Mit 27%, mit 3 Direktkandidaten in Sachsen. Nicht ganz so nette Geburtstagsgrüße hatten Sie Pegida am Nachmittag mitgebracht. Die zeigen, zum Geburtstag wünschen viele Pegida keineswegs alles Gute. Wie geht man mit dem Phänomen Pegida um? Pegida, kaum jemand hat sich um die Antwortversuche auf diese Fragen so verdient gemacht wie Frank Richter. Der langjährige Chef der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen, der ist heute Geschäftsführer der Stiftung Frauenkirche. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Richter, Sie selbst haben so oft den Dialog gesucht. Was war die wichtigste Lektion daraus? Ja, ich war heute auch in der Stadt unterwegs und es ist dieselbe Lektion wie immer. Wenn man sich Zeit nimmt und wenn man die Menschen persönlich anspricht, dann sind sie gesprächsbereit. Aber oft hat man die Zeit nicht und dann erlebt man immer wieder, dass Menschen abdriften und sich von rechten Hetzern faszinieren lassen. Also diese rechtsextremistische Rhetorik ist ein Riesenproblem. Die gute Nachricht allerdings ist, die Mehrheitsgesellschaft in Dresden ist weltoffen und hat das heute auch wieder ganz großartig demonstriert. Die AfD als, man könnte sagen, politischer Arm dieser Bewegung sitzt nun im Bundestag. Führt das den Straßenprotest nicht ad absurdum oder ist das nur das Wunschdenken der Pegida-Gegner? Also die Solidarisierung, wenn ich das so sagen darf, der Pegida-Anhänger heute mit der AfD war unübersehbar. Laute Rufe AfD und dann andererseits wieder Volksverräter. Das heißt, das Ganze hat auch etwas Absurdes an sich. Also viele Menschen, die hier nach wie vor in dieser Empörungsbewegung unterwegs sind, verstehen offenbar nicht die Funktionsweise unseres freiheitlich-demokratischen Staates. Und das macht einen manchmal regelrecht nervös und man fragt sich, wie kann das eigentlich sein? Langsam müsste man doch begriffen haben, dass das so eine gute demokratische Ordnung ist, wo man sich doch selbst in dieser Ordnung auch aufhält. Wenn Sie Ihren Enkeln Pegida erklären müssten, wie würde sich das anhören? Wissen Sie, leider habe ich keine eigenen Kinder, folglich werde ich keine eigenen Enkel haben können. Das ist bedauerlich. Aber ich hätte keine Lust, mit denen über Pegida zu reden, sondern ich würde lieber mit denen darüber reden, dass diese Gesellschaft 27 Jahre nach der Wiedervereinigung Probleme angegangen ist, die offensichtlich da waren und diese Probleme demokratisch gelöst hat. Einschätzungen zum Pegida-Geburtstag von Frank Richter. Herzlichen Dank dafür. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Kommende Nacht werden die Uhren zurückgestellt. Um Punkt 3 Uhr geht der Uhrzeiger dann.